Willkommen zurück und ich bin hier ein bisschen stutzig, nee, was diese rechte Seite anbelangt, weil ich meine, es muss ja irgendwie, nee, das wollte ich so nicht, es muss ja hier irgendwie möglich sein. Ich meine, wir sind hier ja mit diesem komischen Ding runtergekommen. Kann ich das irgendwie abfackeln? Nee. Angreifen auch nicht. Bombe? Nee. Weil ich meine, das muss hier ja doch mehr gemacht haben, als nur diesen Weg frei an dieser Stelle. Das finde ich irgendwie seltsam. Irgendwas muss dieses Ding doch hier noch liefern können. Nichts. Damit mache ich auch irgendwie nichts. Will ich da einfach gegen Donner? Passiert auch nichts. Oh. Und dann kommt hier noch so ein scheiß Ding an. Moment. Ach nee, hier kann ich auch nicht durch. Kann ich auch irgendwie nicht durch? Schön, dass ich hier zumindest Geld bekomme. Oder ist hier noch irgendwas? Irgendwie eine Tür oder so ein Crap? Ich meine, was hat das hier zu bedeuten? Und das hier zu bedeuten? Was hat alles, all von dem zu bedeuten? Okay. Hier bin ich nur wieder da oben. Hat mir hier irgendwie nichts. Na komm, ich gehe hier einfach mal ganz kurz hoch, um mir meine Luft zu holen. Und dann gucke ich nochmal, was hier unten abgeht. Oh, was ist das denn? Was kann ich denn hiermit machen? Oh, nichts in erster Linie anscheinend. Aber vielleicht... Doch. Also irgendwie kann ich mich hier... besessen machen. Und dann... Ist dann dieses Ding da zufällig weg? Moment. Hmm.
Und auf der anderen Seite... Ist hier denn vielleicht irgendwas? Das finde ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen interessant. Oder ist das wirklich nur dafür da, um hier Terror zu stiften? I just can't get enough. I just can't get enough. Andererseits muss es ja irgendwie einen Weg dahin geben. Da drüben ist auch irgendwie ein Loch. Übersehe ich hier irgendwo was? Nee, irgendwie nicht. Moment, warum? Oh, ernsthaft? Okay, endlich, wir sind weitergekommen. Ein bisschen zumindest. Okay. Jetzt muss ich hiermit irgendwas machen. Aha. Aha. Okay. Da drüben ist irgendwas. Das ist so ein Ding, das schmeißt mich raus, wenn ich nicht aufpasse. Einfach mal hier in diese Richtung flattern. Es wird schon... Ne. Life Point. Es wird schon richtig sein. Schon wieder Life Point. Okay, was haben wir denn hier? Irgendwo muss doch hier noch irgendwas sein. Was uns irgendwie so Sachen bringt. Irgendwo? Nee. Ich sehe hier sonst nichts. Ah, ein Schalter. Okay, vielleicht sind hier noch mehr Schalter. Ja, hier sind noch mehr Schalter. Ach, fuck. Aber keine Ahnung, ob das schon gereicht hat. Nee.
müssen noch mehr Schalter sein. So, einen haben wir. Ne, zwei haben wir. Vielleicht ist noch irgendwo ein dritter Scheibenkleister. Schalter. Ach komm. So scheiße kann ich jetzt auch nicht finden. Okay, hier ist keiner. War noch ein Spiegel, aber den Schalter habe ich schon. Den Schalter habe ich schon. Ist hier noch irgendwo ein Schalter? Irgendwo muss noch etwas sein. Oder sind vielleicht diese grünen Geister? Weil davon gibt es hier gar nicht so viele. Hm, irgendwie passiert hier jetzt nichts großartig. Das heißt, ich muss da drin wohl noch irgendetwas übersehen. Diesmal unten oder so. Bezweifle ich aber ein bisschen. Nee, hier ist nichts. Weg mit dir. Du hässliches Etwas. Was übersehe ich hier? Was übersehe ich hier? Ich meine, irgendwas muss ich doch hier übersehen. Rabbel hier diese Pflanzen. Oh, Moment. Ich habe hier tatsächlich irgendwas gemacht. Aha. Aber nicht nur das. Ah, Moment. Ich habe jetzt hier einen Ausgang freigeschaltet, anscheinend. Und auch wenn das jetzt wehtun wird. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde jetzt einmal wieder zurück ins Hauptgebäude gehen. Und werde dort meine Lebenspunkte auffüllen. Weil meine Güte, ich habe so ein geiles Fläschchen bekommen. Und das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen. So, Lebenspunkte aufgefüllt, abgespeichert und dieses geile Flashen. Das heißt, wenn ich sterbe, also so sterbe, dann bin ich zumindest ein bisschen safer unterwegs. So, na, das ist widerlich hier.
Ja, hab's verstanden. Du bist Kacke. Ja, sehr geil. So. Vermutlich ist hier drüben irgendwas. Irgendwie sowas. Was haben wir hier? Okay. Ah, das ist doch mal was Geiles. Boah, fick dich, du olles Hexenviech. Ich hasse dich. Geil, eine Kiste. Was haben wir hier? Geld, toll. Sonst noch irgendwas? Nee, nichts weiter. Aha. Kann ich das irgendwie bewegen? Nee, kann ich nicht. Herzchen. Her damit. Noch ein Herzchen. Ausgezeichnet. Ach, komm. Das sah so aus, als ob ich da drüber gehen könnte. Ging aber nicht. So. Nochmal Herzchen. So, ich habe hier jetzt irgendein Zeug. Mit dem ich irgendwie wieder Stuff machen kann. Oh Mann. Aber das ist okay. Weil ich glaube, wo war denn das Ding jetzt? Ach, da drüben war die Kugel. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ach, fuck. Das habe ich mich vergessen zu dingsen hier. Ah, hier ist irgendwie so ein Geist. Und den muss ich wohl... Achso, Moment. Ich kann ihm auch hier einfach folgen. Ey. Aha. Na komm. Ach, Scheibenkleister. Okay, aber er hat nochmal so ein neues Portal hier stehen gelassen. Das ist gut. Frech. Dann probier ich's mal mit dem. Nee. Okay, vielleicht gibt es hier auch irgendwie einen anderen Weg als den hier. Naja, anscheinend muss ich da irgendwie so durch. Toll. Nur weil ich ihn jetzt berührt habe, ist der Kram schon wieder voll daneben gegangen. Herrlich. Okay. Hier kann ich jetzt mich in diese Kugel reinschlüpfen. Und endlich. Puff.
Okay. Ich glaube aber, das war noch nicht so ganz das Ende des Liedes. Nee, war es auch nicht. Denn... Ach so, ja, nee. Denn ich musste da nämlich gar nicht durch. Es hat zwar eine kleine Abkürzung geliefert, aber der eigentliche Weg ist anscheinend hier lang. Nein, also hier hoch wieder. So, da entlang. Hier muss ich durch. Oh, Herzchen. Ach, das ist der Grund, warum das nicht klappen will. Weil ich hier so ein olles Ding hier habe. So, weil hier so ein Pusteding ist. Und das Pusteding. Nee. Okay. Das Booster-Ding war es nicht. Ich bin aber nur zu blöd dafür. Und nochmal. Also, hier rein. Also, ich muss irgendwie von hier darüber. Ich muss da unten, muss ich einfach springen. Also, sowieso, hier muss ich springen. Wuppa. Und... Also, hier beim Runterrollen muss ich springen. Timing und so eine Sache. So eine Sache, die ich einfach nicht hinbekomme. Vielleicht habe ich das aber auch blöd gemacht, diese Pusteblume zu zerstören. Vielleicht war das echt ein mega Fehler. Na komm. Vielleicht roll ich auch in die völlig falsche Richtung. Ist natürlich auch sehr witzig. Wenn ich hier lang rollen müsste oder so. Da lang rollen. Dann hier entlang irgendwie so. Probier's mal. Ja. Das war der ganze Trick. Und smack. Okay. Habe ich jetzt einen Gang frei? Ja, jetzt habe ich einen Gang frei. Hat mir das irgendwas gebracht? Keine Ahnung. So, hier sind aber noch zwei Gänge. Upsa. Weg hier. Einmal auf der Höhe. Ah, okay. Der ist zu. Und da ist Machu Pampe im Weg.
Okay, aber vielleicht muss ich... diese Kugel jetzt doch nochmal benutzen und dann diesmal hier runterführen. Das kann ja auch möglich sein. So, nochmal. Aber hier entlang. Buff, buff. Hier entlang. Okay. Okay, okay. Oh. Wo bin ich denn jetzt gelandet? In irgendeinem Keller. Interessant. Okay, okay. 2, 8, 16, 19. 2. Ach so, es hängt davon ab, von welcher Seite man hier wohl schlägt. Oh. 19. Ich check's irgendwie gerade nicht. So, das ist 0. Okay, nice. Wie auch immer. So, damit habe ich jetzt hier wieder irgendwas geschafft, was mir gänzlich unbekannt ist, was das jetzt zu bedeuten hat. Ah nee, jetzt ist unten. Unten ist jetzt dieser Wasserhahn weg. Wo dieser Dingens. Okay. Bin mal gespannt. Was kann ich jetzt hier einnehmen? Aha. Hier habe ich auch wieder so eine Rolle. So eine Kugel. Venti kann ich doch sicherlich wieder einnehmen oder sowas. So. Mal gucken, was ich jetzt damit machen kann. Nee. Ja, ich glaube ernsthaft, der Trick ist es, diesen Venti erstmal einzunehmen. Und sobald der eingenommen ist... So, den muss ich hier jetzt nach unten führen. So. Das bringt mir so rum nichts. Was haben wir denn hier? Aha. Wenn ich hier oben an diese Kiste möchte, muss ich auf jeden Fall erstmal den Venti nach oben halten.
Ding, 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 ding. Dann brauche ich den Löwen. Damit ich hier ein bisschen Kette geben kann. So. Und. Zack. Puff. So. Na toll. Für so einen alten Eiskristall. Aber egal. Wir haben die Kiste. Alles ist gut. So, der muss jetzt hier runter. Wait a moment. Das Ding brauche ich doch trotzdem, um hier hochzukommen. Dann kann ich hier bong so machen. Bong. Dann rolle ich hier entlang und öffne das Ding ebenfalls. So, was haben wir denn hier? Erinnerung, Abendessen gibt es um Mitternacht, nicht zu spät kommen. Okay. So, und was bringst du uns mit? Okay. Einmal kurz auf den Drachen wechseln. Fuck. Okay, das macht nichts. Rein da. So, Nummer 1. Nummer 2. Okay, hier ist ein ganzer Haufen an Viecher. War das jetzt das, was ich brauche? Ah, okay. Mitternacht. Wie war das? Mitternacht gibt es um 12. Das eine verändert den Minutenzeiger, würde ich sagen. So, das habe ich. Und. Yes! Ah! Die Geister gehen jetzt Mittagessen. Das freut mich natürlich sehr. Bin ich mal gespannt, was wir hier noch haben. Ich überziehe wieder ein bisschen. Oh! Hehe, sehr süß. Da hätte ich wohl ein bisschen springen müssen. So. Okay. Hui. So, und nochmal. Ne, zu spät. Ne. Na gut, okay, hab's verstanden. Oder auch nicht. So. Geht da durch. Und wen haben wir hier? Dich kennen wir ja. Pipilogu, was machst du denn hier? Hallo Blauschopf, schön dich zu sehen. Leider hat mich meine Suche nach dem grünhaarigen Mädchen in diesen scheußlichen Ort geführt. Du darfst hier nicht allein bleiben. Das ist viel zu gefährlich. Wir. Oh. Sehr gut.
so. Okay, was wird das jetzt? Oh, sweet. Du bist ja gar nicht so unbewaffnet. So, aber an dieser Stelle doch nochmal einen kleinen Cut und wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Zeug. Bis denn!